Ja, meine Lieben, euer Micha ist angekommen. Hier hinter mir seht ihr hier Mühlenverein. Ne? Mühlenverein Stock e.V. und Mitglied werden hier. Ja, es geht um traditionelle Handwerkskunst. Wir haben uns zusammengetan, um ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und zwar geht es um die Bockwindmühle Strocken. Wir möchten die Bockwindmühle Strocken retten, indem wir die alte Mühle abbauen, rekonstruieren und wieder neu errichten, um sie auch für die Zukunft, für die Kinder, für unsere jungen Kinder auch zu erhalten. Wir möchten sie betriebsbereit haben. Wir möchten sozusagen vom Korn zum Brot den Kindern, den Jugendlichen vermitteln, was heißt Handwerk, Tradition, Mühlenwesen. Ja, und kann man da auch vorbeikommen? Und habt ihr da Tag der offenen Tür oder sowas? Oder wo man sagen kann, man kommt jetzt vorbei mal an dem Wochenende? Ja, also momentan sind wir in der Phase, dass wir die Mühle am jetzigen Standort abbauen werden. Sie wird eingelagert, sie wird dokumentiert, sie wird rekonstruiert und an einem neuen Standort wieder aufgebaut. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber dann ist sie für die touristische Erschließung gedacht. Die wird dann sozusagen in räumlicher Nähe zur Autobahn Abfahrt Leißen stehen, im Durchfahrt Bockelwitz. Wir werden gleichzeitig ein denkmalgeschütztes Haus übernehmen, das einzige Zollhaus Sachsens, was Vereinsraum wird, und ein kleines Mühlenmuseum. Und dann sind alle herzlich eingeladen zu kommen, zu schauen, zu gucken. Es wird einen Brotbackofen geben, es wird eine mittelalterliche Schmiede geben. Man kann mit allen Sinnen erleben, worum es geht. Und vor allen Dingen wollen wir das traditionelle Handwerk den Jugendlichen und den Kindern beibringen, dass es auch noch in Zukunft einen Landwirt gibt, einen Bäcker gibt und jemand, der mit solchen Dingen umgehen kann. Ja, und ihr habt ja schon was mitgebracht aus eurem Mühlenverein. Ja. Das probieren wir jetzt mal aus. Und da ich ja eigentlich fast 50 bin, aber immer noch ein Kind, ich muss das mal ausprobieren. Zeig mir mal und erklär am besten mal, was das ist. Unser kleinster Müller kann zeigen, wie die Mühle funktioniert. Was das so richtig ist, warte. Da angestellte Kamera. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal. Achso, nicht dann jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Euer Micha, probiert das jetzt mal aus für die Zuschauer. Da brauchen wir natürlich Korn Hans. Nee, das musst du nehmen. Seht ihr, der Kleine ist ganz aufgeregt. Du, jetzt hab ich und der Reinhard ist aufgeregt. Und jetzt wird es wärmer. Beginnen. So, also, das Korn kommt rein. Ich geh hoch vor, weil ich will da auch mal kurbeln. Genau, da braucht man viel Kraft. Der junge Mann wird es dir kurz zeigen und dann kannst du noch kurbeln. Immer in der Pfeilrichtung, wie der junge Mann dir das zeigt. Wir haben euer neues Logo. Seht ihr? Und jetzt kann der Michael mal ran. Und das können die Leute dann auch bei euch dann immer so wieder ausprobieren. Richtig, genau. Nicht bloß, dass wir zu Edeka oder zu anderen Märkten geht. Wir haben ein Kinderprojekt, in dem wir in den Kindergarten gehen mit der Handmühle, wo wir dann den Kindern vorführen, so anhand von Bildtafeln, wie vom Korn zum Brot das Projekt sozusagen ist. Ja. Also wie entsteht ein Brot. Ja. So, Hans, jetzt holt auch mal der junge Mann auch mal ran. Heul. Machst du noch mal bitte Körner rein? Mach noch mal rein. Und jetzt meine spannende Frage. Wenn die das so früher gemacht haben, wie lange muss man drehen für ein Brot? Kannst du mir das so sagen? Für ein Brot. Also wenn man die Menge Brot hier sieben will, dann drehst du eine ganze Weile. Und wenn ich viel esse, würde ich ja nur drehen und gar nicht zum Brotessen kommen. Das ist ja. Na, so meine Zuschauer, ich probiere das mal aus jetzt. Nee, nicht so voll für den Onkel. Ich bin immer der Jüngste. So, gut, das reicht aus. Seht ihr, hör. So. Jetzt, hier, ich mach mein eigenes Brot. Ne? Seht ihr hier, Hans, euer Micha. Jawohl. Kommt mal raus, seht ihr? Und hier vorne, zeigen wir denen das mal. So, und jetzt haben wir jetzt hier unten. Und jetzt sieben wir das. Und dann haben wir das Mehl. Jetzt haben wir unser Mehl. Ich hoffe, ihr seht das. Lecker Mehl. Und was dann rauskommt und was da drauf kommt, gibt es hier vorne. Lecker, einfach lecker. Gibt lecker Fettbäm. Okay. Mit guten Gewürzen und Kräutern. Also, und da schnappe ich mir jetzt einfach mal so eine Fettbäm. Richtig, so kannst du machen. So ganz spontan. Und so. Hier haben wir vorbereiteten Teig. Aha, ja. Ja. So ist das Gärförmchen.
Und genau so wird das Gärförmchen in den Ofen und wird zum Brot verarbeitet. Und das können die Leute dann auch machen, die euch besuchen? Richtig, so, können wir dann live dann machen. Man kann sein eigenes Brot backen und dann sogar essen und mitnehmen. Ja. Und kann man sich da als Verein anmelden und sagen, wir machen mal einen Vereinstag? Wir können auf dem Vereinsgelände dann unseren Backofen, die Unterstellmöglichkeit mit nutzen, kann sich dann dort sozusagen als Verein oder natürlich als Arbeitskollegen treffen oder wie auch immer, als Privatfamilie und kann dann dort traditionell Brot herstellen, also Mehl herstellen und das Brot backen, verköstigen und einen schönen Tag verleben an der Mühle. So, und euer Michael Waller vom Fresse ist, ne? Ich schnapp mir jetzt so eine Schnitte. Ich schnapp mir die einfach hier. Ja, mach das. So, ich muss aber aufpassen, dass ich eine verschreckt kleine Kamera umschmeiß. Ja, genau. Ja. So, ihr seht die Schnitte. Lecker. Einfach nur lecker, kann ich euch sagen, gigantisch. Und ich würde sagen, wir lassen erstmal die Bilder sprechen. Hier aus Geringswalde von eurem Micha oder wie ihr zu mir sagt, euer Harry Hirsch unterwegs in Deutschland und unterstützt den Mühlenverein. Und ich denke mir mal, demnächst wird es auch so einen Livestream geben. Aber ihr kennt euer Micha, ohne Mampf kein Kampf. Jetzt geht's weiter mit den Bildern hier aus Geringswalde. Genau, ihr schreit schon, euer Harry Hirsch.